Verspätung. Mein Name ist Merlin, ich bin der Veranstalter heute und der Präsident des Vereins Heimatpflege Kultur Friedensbewegung Salzburg. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen und euch allen Danke sagen, dass ihr trotz des schönen Salzburger Wetters heute hierher gekommen seid. Dankeschön. Ja, liebe Leute, freut mich, so viele mutige Menschen bei diesem grauslichen Wetter begrüßen zu dürfen. Ganz besonders wollen wir uns bei den ganzen Initiativen, die es bereits österreichweit gibt, bedanken. Sehr positiv dabei fallen immer wieder die Linzer auf, die jeden Freitag um 17 Uhr bereits zum 32. Mal für Freiheit, für Gemeinsamkeit und für Frieden einstehen. Auch ein herzliches Dankeschön an die Hygiene-Zombies aus Linz für die großartige Performance. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, in dieser Sache mehrere Initiativen zusammenzuführen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und nichts ist wichtiger in diesen Zeiten. Deswegen ein herzliches Dankeschön an alle Initiativen, die hier teilnehmen. Haben wir Wiener hier? Haben wir Bregenzer da? Ja, die sind wohl noch nicht da, die kommen aber noch. Die kommen noch, okay. Sind Tiroler da? Wo sind die Linzer? Ich weiß, wir haben auch einen Burgenländer da. Wo ist er? Wo sind die Grazer? Sehr fein. Und wo sind die Salzburger? Sehr fein. Somit übergebe ich das Wort an den Thomas. Er hat noch ein paar Verkündigungen zu machen, die wir leider machen müssen. Das war's von mir, danke. Also was euch ja der liebe Jastin sagen wollte, ich habe den undankbarsten Job jetzt da herum. Ich muss die Regularien erklären. Aber im Vorfeld möchte ich ein Dankeschön sagen, und zwar ein ungewöhnliches Dankeschön. Hört ihr mich? Ja! Sehr gut. Ich möchte ein Dankeschön sagen, und zwar zu jemandem, das eher ungewöhnlich ist, und zwar ein Dankeschön zu unserer Salzburger Polizei. Wir haben nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern eine Polizei, die uns wirklich unterstützt, die für uns da ist und nicht gegen uns. Und davor, glaube ich, haben sie einmal einen Applaus verdient. Dann zu den Regularien, und die werde ich vorlesen, damit ich auch gar nichts vergisst für euch. Also unsere Veranstaltung ist friedlich und bedingungslos gewaltfrei. Wer gegen diese Grundsätze verstößt, schließt sich automatisch von der Versammlung aus. Waffen, gefährliche Gegenstände, Feuer, auch bengalisches Feuer und Feuerwerkskörper, die sind verboten. Ausgenommen sind natürlich die Kerzen am Schluss, wenn wir unseren Sarg und damit die Demokratie beerdigen, da sind Kerzen erlaubt. Und für all jene, liebe Leute, die Kerzen vergessen haben, wir haben genug da, die könnt ihr bei uns bekommen. Wir haben ein Feuer für euch, also das kriegen wir alles hin. Jetzt wird es weniger lustig. Paragraph 13, also zudem wurden wir von der Behörde aufgefordert, euch Folgendes mitzuteilen. Paragraph 13 Absatz 4 Covid-19-Maßnahmenverordnung lautet: Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Absatz 3 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Sollten die Maßnahmen nicht eingehalten werden, stellt es einen Auflösungsgrund dar. Zudem machen sich Teilnehmer, die sich nicht an geltende Bestimmungen halten, strafbar. Liebe Leute, bei allen diesen Regelungen, was wir davon heute, bitteschön, nur her, bitte, schaut auf unsere Ordner, die sind gelb gekleidet. Und wenn ihr selber uns unterstützen wollt, wir brauchen immer wieder Ordner, dann helft uns dabei. Und ein persönliches Anliegen habe ich.
Ich war halt nämlich enttäuscht. Wir haben schon mal eine Veranstaltung hier gehabt und ich war halt hinten beim Bäcker drinnen. Und dann war die relativ frustriert, weil ich gesagt habe, hey, wir haben ja eine coole Veranstaltung. Und dann sagt die Bäckerin zu mir, sie ist davon nicht begeistert. Und zwar, weil sie das letzte Mal erleben müssen, dass Leute reingekommen sind, sie natürlich höflich gesagt hat, muss sie ja bitte Maske aufsetzen. Und die hat dann Riesenprobleme gekriegt. Und ich glaube, wir sollten zusammenhelfen. Und wenn wir schon einen Bäcker haben, der uns extra aufmacht, dann behandeln wir die Leute lieb. Da bitte um eure Unterstützung. Danke. Danke, Thomas. Wir haben ganz vergessen, wir haben heute auch Leute aus Bayern da, Berchtesgadener Land. Steht hier vorne. Genau. Dann möchte ich noch darauf aufmerksam machen, da vorne an dem Schirm, dem rot-weiß gestreiften, steht die Lehrer- und Elterninitiative. Wer Informationen wegen seinen Kindern haben möchte, kann sich dahin wenden. Dankeschön.